Willkommen im postapokalyptischen Freizeitpark. Mit Nuka World nimmt die DLC-Ära von Fallout 4 ein Ende. Hat Bethesda sich das Beste für den Schluss aufgehoben? Das Testvideo liefert die Antwort. Wer den DLC für satte 20 Euro kauft oder ihn als Teil des Season Pass erhält, der folgt einem neuen Radiosignal in den Westen des Commonwealth. Dort öffnet sich ein gänzlich neuer Teil der Spielwelt, ein verlassener Vergnügungspark im Disney-Stil, dessen fantasievoll gestaltete Themenwelten viel Schauwert besitzen. Fünf große Gebiete mit einem jeweils eigenen Stil bilden den Park. Dazu gibt es außenrum noch einige separate Locations. Wer sich hier austobt und auch die simpelsten Sammelaufgaben erledigt, ist zwischen 15 und 20 Stunden beschäftigt. Deutlich kürzer fällt die Spielzeit aus, wenn ihr nur die Hauptquest und die wichtigsten Nebenaufträge abhakt. Dann seid ihr nach 6 bis 8 Stunden durch. Erzähl mir, was passiert ist. Sie haben uns reingelegt. Gerade die Hauptstory schwächelt aber stark. Von Anfang an mangelt es hier an Dramatik und Spannung. Interessante NPCs muss man mit der Lupe suchen und als neuer Raider-Oberboss schießt sich der Hauptcharakter stundenlang stumpf durch Gegnermassen. Allerdings macht das Erforschen der detailverliebt gestalteten Spielwelt dennoch gehörig Spaß, denn die Designer bei Bethesda haben sich einiges einfallen lassen und konnten dank der Freizeitpark-Thematik kreativ aus dem Vollen schöpfen. Sehr gelungen sind zudem eine Handvoll Nebenaufträge. Bei denen kommt eine gehörige Portion Humor ins Spiel. Großartig. Madame Scarlotta veranstaltete für Morticia in diesem Zimmer Seancen. Ein viel zu kurzer Besuch in einem Geisterhaus sorgt zudem für subtilen Grusel. Das ist man von Fallout 4 gar nicht gewohnt. Das hier dagegen schon. Nuka World wirft euch Widersacher um Widersacher entgegen, die es mit dem bekannten Waffenarsenal zu besiegen gilt. Neue Knarren mit innovativen Mechaniken sind Mangelware und bei den Feinden handelt es sich hauptsächlich um optisch veränderte Varianten der Standardmodelle. Diese häufigen Ballereien sind solide, keine Frage, aber vom Abschluss der Fallout 4 DLC-Serie hätten wir uns mehr erwartet. Gerade nach dem gelungenen Far Harbor Add-on. Dessen Rückkehr zu klassischen RPG-Tugenden der Fallout-Reihe wird in Nuka World größtenteils ignoriert. Abseits vom ausgefallenen Szenario fühlt sich der jüngste DLC damit nicht so frisch an wie der Ausflug auf die Nebelinsel. Man kann sich richtig vorstellen, wie lächelnde und glückliche Kinder Nuka-Cola trinken und einen Heidenspaß haben. Das war bestimmt magisch. Seine Spielzeit streckt Nuka World mit vielen stupiden Sammelaufgaben. Zumindest einige davon resultieren aber immerhin in schicken Belohnungen wie zwei mächtigen Power-Rüstungen. Typische Rummelaktivitäten geben einem die Chance auf den Gewinn weiterer Items. Mehr als eine Kuriosität ist das aber nicht, zumal die Minispiele eher halbgar in der bestehenden Fallout 4 Engine umgesetzt wurden. Ohne Loyalität gehört dir nicht so richtig. Schwer enttäuscht waren wir im Test vom Fraktionssystem. Als Anführer sollen wir drei Raider-Gruppierungen managen, die unglaublich austauschbar und blass wirken. Dazu geben wir ihnen die Aufsicht über befreite Parkbereiche und erobern Siedlungen im bekannten Commonwealth. Dieser Siedlungsaspekt ist aber furchtbar zäh geraten und erfordert mehrere langwierige Trips von dem neuen DLC-Areal zurück in die Fallout 4 Spielwelt. Wenn du noch eine Minute länger bleibst, wirst du es bereuen. Himmel, kein Grund, voreilig zu handeln, oder? Das Land gehört dir. Wer den DLC mit einem hochstufigen Charakter startet, dem ergeben sich durch das Ausbreiten der Raider zudem kaum Vorteile. Zwar sammeln die Banditen Kronkorken und ihr könnt den Außenposten spezieller Händler anheuern, habt ihr die Hauptgeschichte von Fallout 4 jedoch bereits beendet, wirken diese Boni nicht mehr sonderlich attraktiv.
Wer Spaß daran hat, mit dem klobigen Bauinterface herumzuspielen, darf sich aber zumindest über einige neue Objekte zur Verschönerung der Lager freuen. Wenn Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Seite richten möchten, können Sie Nuka Worlds berühmten Fistos Mountain sehen. Neu, wie es sich für einen Nuka-Cola-Vergnügungspark gehört, könnt ihr im DLC jetzt eure eigenen Limonaden mit teils sehr mächtigen Boni brauen. Davon abgesehen ist der Nuka World DLC aber arm an Innovationen. Die größte Neuerung ist das abgefahrene Szenario. Wer darauf steht und die bekannte Fallout 4-Formel mag, der macht mit einem Kauf nichts falsch. Ein auch erzählerisch interessantes Abenteuer wie in Far Harbor solltet ihr aber nicht erwarten. Auf Ihr großes Nuka-Abenteuer begeben, möchte ich Ihnen noch... Fehler. System-Fehlfunktion. Hast du meine Zeit lang genug vergeudet, du dreckiger kleiner Gauner? Mir wird langweilig und wenn mir langweilig wird, werde ich gewalttätig. Moment. Was hast du gerade gesagt? Oh, was ist los, Drecksack? Mal wieder Camps bis zum Verlust der Muttersprache geschmissen? Oder zu blöd? Du hast mich genau verstanden. Der DLC-Zyklus von Fallout 4 endet damit genauso, wie er begonnen hat. Für Entdecker, Itemsammler und Häuslebauer bietet Nuka World jede Menge Inhalte. Wem das Action-Rollenspiel dagegen schon immer zu wenig Rollenspiel und zu viel Action bot, der dürfte sich über den schwachen Plot und die Abziehbild-Charaktere ärgern. Im Vergleich zu anderen DLCs wie Vault-Tec Workshop hat Nuka World dennoch die Nase vorn. Allein für den Schauwert der faszinierenden Locations und den Humor in einigen der Nebenquests lohnt sich der Kauf.